Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge von Gothic Online Untold Chapters. Ja, wir sind zurück. Und für euch sind jetzt 2 Tage vergangen, falls ich den Uploadplan nicht ändere, seit der letzten Folge, seitdem ich mit Baron Eroan gesprochen habe über eine Möglichkeit, hier vielleicht in der Stadt eine Anstellung zu finden, ein bisschen Geld zu verdienen, Geld, was ich für Pläne brauche. Und er sprach davon, dass Eroan das nicht alleine entscheiden kann. Das muss durch eine Bürgerversammlung entschieden werden, ob ich jetzt Kämmerer werden kann oder nicht. Oh, guck dich das mal an, der Baum ist hier so schön verziert worden. Das ist ja cool. Hübsch gemacht. Ob Luwin eine Stelle hier als Kämmerer benutzen oder besetzen darf, das muss abgestimmt werden, das kann er nicht entscheiden. Und heute soll diese Abstimmung stattfinden. Ja, wir haben es jetzt gleich 20 Uhr. Und wir gehen da jetzt hin. Mal gucken, was passiert. Ach, da ist gerade ein Support. Ich dachte gerade, was macht dieser Amogus da? Aber da ist gerade eine Support-Situation. Deshalb ist da gerade kein RP. Deshalb gehe ich da einfach vorbei und ignoriere das einfach. Ja, was ist sonst so passiert? Seit ich die letzte Folge aufgenommen habe, ist passiert, dass ich einen gewissen Herrn Benlin kennengelernt habe. Ja? Eroan hat uns so ein bisschen zusammengebracht. Benlin hat sich bisher als sehr nützlich für Luwin herausgestellt, also sehr vertrauensvoll auch. Oder vertrauenswürdig. Und falls es so sein sollte, dass Luwin heute diese Stelle als Kämmerer bekommt, falls er dazu gewählt wird, wird es so sein, dass Benlin höchstwahrscheinlich sein Sekretär oder seine rechte Hand wird sozusagen. Benlin hilft Luwin im RP auch aktuell dabei, so ein paar organisatorische Dinge zu erledigen für die großen Pläne, die Luwin mit dieser Insel hat. Und werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Heute, wie gesagt, erstmal schauen wir mal, ob es dazu kommt, dass Luwin hier zum neuen Kämmerer gewählt wird. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist das auch nicht so dramatisch. Luwin hat im Falle noch einen Plan B. Und schauen wir mal, hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Aber es sind schon wieder alle da. Das ist schon gut. Für den König. So, Luwin wirft einen prüfenden Blick in den Raum, dann nickt er Benlin zu. Ich habe euer Schreiben erhalten, Baron. Luwin nickt gut. Wir haben uns auch ein bisschen im RP brieftechnisch ausgetauscht. Und ich denke mal, ich positioniere mich jetzt mal hier so ein bisschen hier abseits hier hinten in der Ecke. Ja. Beziehungsweise am Kamin. Ich wage es mich nicht, auf diesen mittleren Sessel zu setzen. Das ist, glaube ich, der Sessel des Statthalters. Das wage ich jetzt nicht, mich dahin zu setzen, weil ich glaube, das ist der Platz von Eroan. So. Aber wir können mal First Person gehen. So. Dann haben wir den ganzen Raum hier im Blick. Das ist wunderbar. Da sehen wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser. Da kommt der Ero. Das ist gut. Ja, das ist jetzt natürlich hier wieder viel, viel Text hin und her. Ich versuche das Wichtigste rauszupicken. Eroan zum Beispiel, guten Morgen, die Herrschaften. Na, Ingame ist tatsächlich 8.43 Uhr, also es ist tatsächlich morgens. Ja. Ich hätte es mal wieder witzig gefunden, wenn es so abends 20 Uhr wäre. Und er dann so droppt, guten Morgen. Morgen, Statthalter. Da drüben ist Tanjev, gut, dass ich den sehe. Bei ihm habe ich auch einen Auftrag in Auftrag gegeben. Du dummes, wer hätte gedacht. Mal schauen, ob der schon da soweit ist. Kann ich vielleicht nach der Veranstaltung, kann ich vielleicht nochmal kurz mit ihm reden?
ihn zu fragen, wie der Stand der Dinge ist. Heute wird wahrscheinlich niemand vom Hof dabei sein, schätze ich jetzt mal. Sieht zumindest nicht so aus. Da sind ja wieder so ein paar Feindseligkeiten entstanden, Mann. Meine Damen und Herren, meine Ehefrau weist sanft auf Esari. Esari von Rabenstein. Eroan weist auf einen der freien Plätze. Die Herren waren wohl so freundlich. Ich will mich da vorne gar nicht so auf diese Hocker setzen. Das kommt mir irgendwie so ein bisschen so anklagemäßig, kommt mir das vor, dort vorne zu sitzen, so im Front vor diesem Tisch irgendwie. Das ist mir so... Das wäre mir unangenehm, muss ich sagen. Eroan von Rabenstein musste die Versammlung. Mehr Andrang als beim letzten Mal. In der Tat. Ich weiß nicht warum, mir macht es irgendwie Spaß, so Eroan so alt und tattrig zu verkörpern. Oder zu vertonen, besser gesagt. Bei den anderen fällt es mir irgendwie schwerer. Wie sich alle für Steuern interessieren, sagt Gavin. Esari von Rabenstein setzt sich schweigend, ihr Blick bleibt bei ihrem Gemahl. Patricia Musaf sagt, das nicht zu laut, sonst haut Asaru ab. Das ist wegen den Steuern. Es ist wirklich eine Riesenversammlung hier, wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Gut, ich denke, wir können umgehend beginnen. Ich kam ja schon zu spät, schmunzelt kurz. Setzt sich erstmal ganz gechillt hin, der Boy. So, habe ich einen guten Blick in den Raum. Vielleicht kann er sich nochmal kurz besser hinsetzen, da habe ich auch den Teil des Raums im Blick. Perfekt. Ach du, was? Was? Warte mal, was? Wer hat das denn jetzt geschrieben? Junge! Kein Schwein konnte das lesen, Alter. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich sag dazu gar nicht. Ich enthalte mich komplett. Du Scheiße. Viel zu viel, Mann. Luwin hat bei der Hälfte abgeschaltet. Jetzt noch Urist irgendwie in den Fokus, dass ich dem sagen kann, dass er auch noch in der Luft hängt im Sitzen. Ach, egal, sagen wir mal, Urist sitzt auf einem Nachttopf zusätzlich, deshalb sitzt er so erhöht. Genauso wie, ich glaube, der. Ist das Zarathustra? Nee, Zarathustra ist ja da hinten mit diesem fetten Zweihandschwert. Egal, anyway. Wir gucken da eh nicht hin, wir gucken so hier in die Mitte des Raumes. Dann sehen wir schon das meiste. Luwin faltet seine Hände hinter dem Rücken und wärmt diese so auf. Sein Blick wandert steinern durch die Menge. Urist scheint ihm mindestens die nächsten 20 Minuten nicht zuzuhören. Kestis hörte zwar zu, aber dies war gerade nur langweiliges Gerede über Steuern und Unternehmen. Vogtasaro brummt lauter. Ich würde gerne die Gewerbetreibenden zu diesem Verfahren abfragen. Gerne einmal von links nach rechts. Wie findet ihr das? Wollt ihr das? Neues oder altes Verfahren? Keiner hat zugehört, weil das viel zu viel Text war, Mann.
Faust, der weiß gar nicht, was abgeht, Mann. Leutnant Edwards hebt die Augenbrauen, schüttelt sachte mit dem Kopf, dem Leutnant ist das Steuerthema zu hoch und schaltet auf Durchzug. Ist das gut, ey. Schön. Isari von Rammstein scheint sichtlich dem Gespräch zu folgen, dennoch hält sie brav den Mund und schaut zu den Sprechenden. Ero anscheinend bereits genug zu haben. Was? 10 von 10. Sehr gut. Na gut. Also grundsätzlich, ich hatte ja eigentlich schon mal so ein... Ah, da hinten schreibt einer. Ich hatte ja eigentlich schon mal so eine Bürgerversammlung aufgenommen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Also sind jetzt schon wieder ein paar Folgen her, aber ich nehme das heute halt mit auf, weil... Oder zumindest Teile davon, weil es ja auch ein bisschen um Luwin geht heute. Beim letzten Mal ging es ja gar nicht um Luwin, da ging es ja nur um die Expedition und so weiter. Aber heute gibt es ja auch durchaus ein Unterthema, was mit Luwin betrifft, das Kämmerer-Thema. Und deshalb nehme ich das heute nochmal mit auf. Sonst hätte ich das wahrscheinlich heute auch gar nicht mit aufgenommen, diese Bürgerversammlung hier. Ich habe es jetzt halt wirklich nur gemacht, weil es heute in einem Thema zumindest konkret um Luwin geht. Und deshalb, ja, habe ich mir gedacht, komm. Ich habe auch in der letzten Folge, ging es ja auch so ein bisschen um das Ganze. Und ja, deshalb nehme ich heute zumindest fetzenweise diese Besprechung auf, aber ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht so eine stundenlange Folge machen, wo ich jetzt hier irgendwelchen Steuerthemen zuhöre. Das werde ich euch nicht antun und mir auch nicht. Ja, also wir fangen jetzt mal an reinzuhören, so irgendwie vielleicht so in 5 Minuten mache ich dann vielleicht mal einen Cut. Und dann geht's gerade mit dem Thema um Luwin vielleicht nochmal weiter. So. Aber das jetzt gerade, das war schon mal ein witziger Einstieg. Das hat mir jetzt schon mal gefallen. Ich mag auch, seht ihr da rechts am Bildrand, ich mag auch sehr dieses Gewand von Valorius, dieses Orange-Rote, das hat schon was. Sieht schon cool aus. Daut sieht sich immer wieder etwas im großen Saal um. Er sieht stets zu den Sprechenden, aber scheint sich allgemein erstmal zurückzuhalten. Gleich wieder da. Valley schickt einen neuen Zeiler an Discord. Hatschi, sagt Cliff. Gesundheit. So, jetzt freier Faust und Goldschild räuspert sich. Mir wäre es am liebsten, dass ich meine Ausgaben gar nicht erst eintragen muss, sondern einfach nur meinen Profit über Verkäufe. Aber sowas wie ein Durchschnitt ist viel zu durcheinander. Ist mir auch nicht wirklich übersichtlich, was eben Erohan erwähnt hat. Das ist, milde gesagt, Schwachsinn. Aber bezüglich Ausgaben komplett ignorieren, bin ich, denke ich, die Ausnahme aufgrund meines Berufs. Sehr süß. Isari von Rammstein schaut zu dem niesenden Mann. Gesundheit, der Herr. Kestis guckt für einen kurzen Moment zu Daut rüber. Man hat hässliche Klamotten an, dachte er sich. Ob er wohl Gold hat? Das sind so gemeine Power-Emotes, die müssen nicht sein. Piotriks Hand wird langsam taub, weil er sie schon am längsten nach oben hält. Ja, okay, ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, hier mal einen Cut zu machen, weil wie gesagt, ich glaube jetzt mir hier 1-2 Stunden euch das in diesem Video jetzt hier zu geben, wie wir jetzt hier über Steuerthemen sprechen von einzelnen Unternehmungen, das muss jetzt nicht sein. Wir springen jetzt einfach mal zu dem Punkt, wo es um Luwin geht. Ja, ich nochmal kurz mit einer Zwischenmeldung hier. Es geht gerade um, ja, eine Steuerreform sozusagen. Die einen schlagen verschiedene Steuermodelle vor, die anderen versuchen, die gegen zu argumentieren. Na, ihr seht das ja hier zum Beispiel. Don Gavin schreibt, wir haben ein simples Betriebssteuerblatt, wem es ermöglicht, Dinge, die Asaro gerade nannte, einfach fast zu ignorieren. Das Einzige, was nötig ist, ist die Einnahmen und Ausnahmen zu dokumentieren, Quelle, Summe, Zeitangabe und so weiter und so fort.
Na, hier dann, Brigandier Xerxes schreibt dann, bei Minuten ist er etwas irritiert und so. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit so, imagine, du arbeitest tagsüber 8 Stunden im Finanzamt, musst dich durch einen Berg von Steuererklärungen kämpfen, kommst am Nachmittag, Abend nach Hause und willst abends einfach nur entspannen, eine Runde Gothic Online zocken und die Arbeit geht einfach weiter. So, wirklich, stell dir das mal vor, ey. Ach du Scheiße. Du arbeitest den ganzen Tag mit Zahlen über irgendwelche Excel-Tabellen oder in irgendwelchen Formularen. Mit irgendwelchen Betrieben musst du dich rumschlagen, etc. Und dann kommst du abends nach Hause und sitzt hier in der Bürgerversammlung und musst das ganze Thema weiter anhören. Das ist so. Ja. Wollte ich einfach nur mal kurz teilen mit euch, diesen Gedanken, den ich gerade hatte. Ist einfach wunderbar, wie fast schon brennt diese Diskussion hier geführt wird. Jeder versucht hier sein Thema vorzubringen. Faust schreibt, das vorgeschlagene System ist Schwachsinn. Ja, Piatrek sagt, die Zahlenden sollen mitbestimmen dürfen und so weiter und so fort. Also hier wird gerade über eine Steuerreform diskutiert und es ist ganz witzig, sich das hier durchzulesen. Aber ja, Luwin hält sich schön zurück und wartet entspannt, bis er an der Reihe ist. Jo, ich nochmal hier. Guckt euch den Kollegen da drüben an, in dem schwarzen Gewand. Ich weiß gar nicht, wer das ist, mit dem Bart dort. Er hat in der rechten Hand einfach eine Flasche Grog in der Hand und in der linken eine Wurst. Das ist einfach so gut, ey. Und ja, ihr seht ja unten links die Real-Life-Zeit, wie viele Minuten hier immer vergehen zwischen meinen Cuts. Und ihr seht, dass das jetzt schon einige Minuten hier so geht, dieses Steuerthema. Ja. Ist, glaube ich, noch kein richtiges Ende in Sicht. Aber ich wollte euch kurz nochmal den Kollegen da mit der Flasche und der Wurst in der Hand zeigen. Das hat mich gerade so ein bisschen gekillt. Ja. So. Nächstes Thema. Das Steuerthema ist jetzt erstmal abgeschlossen. Es wird wohl verschiedene Vorschläge geben, die werden dann am schwarzen Brett festgehalten. Und dann dürfen alle abstimmen. Alle Bürger der Stadt, Gewerbetreibende und so weiter. Ich würde mich da jetzt tatsächlich erstmal raushalten, weil ich bin jetzt kein Bürger der Stadt. Ja, und dementsprechend, okay. Aber es hat gut so 30 Minuten, 40 Minuten gedauert. Das Steuerthema, aber ist ja auch ein wichtiges Thema, muss man ja dazu sagen, das, was ja hier viele betrifft. Wenn nicht gar eigentlich sogar alle. Und dementsprechend, ja. Schauen wir einfach mal, was das nächste Thema ist. Eroan von Rahmstein lauscht noch andächtig dem Hochmeister. Wir haben einen neuen Hochmeister. Gar nicht gecheckt. Aber Urist ist doch jetzt nicht der Hochmeister, oder? Lord Urist. Ne. Lord Urist und Lord Alexandrill. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was das nächste Thema ist. Ich weiß gar nicht, welche Themen alle überhaupt auf der To-Do stehen, ehrlich gesagt. Von daher, ich habe auch keine Ahnung, wie lange jetzt so eine Bürgerversammlung geht. Ich glaube, die letzte Bürgerversammlung, die ging schon gut und gerne 1,5 Stunden. Also, natürlich auch immer je nachdem, worum welche Themen es sich dreht. Aber ich glaube, das ist schon, kann schon länger dauern. Aber ich tue euch das jetzt hier nicht komplett an. Also ich habe jetzt von den 41 Minuten, die jetzt hier schon die Versammlung läuft, habe ich jetzt bisher nur 18 oder 19 aufgenommen. Also gut und gern, die Hälfte sind jetzt schon runtergefallen. So, du musst runzeln die Stirn. Damals waren die Regelungen noch ganz anders, als ich noch in die Taverne geführt habe. Mittlerweile sind die Regelungen deutlich umfangreicher. Meiner Meinung nach sollte es einfach so aussehen, dass jede Einnahme einfach versteuert wird. Dann kann auch nicht mehr geschummelt werden bei den Ausgaben. Aber ich glaube, damit mache ich mich bei den Geschäftsleuten hier nicht beliebt. Er grinst kurz. Deshalb enthalte ich mich bei diesem Tagespunkt. Urist hat also früher mal die Taverne geführt. Interessant. Ja, ich bekomme hier Informationen, die ich natürlich im RP interessant finde und auch OOC interessant finde. Der Server Gothic Online, der existiert ja schon ein bisschen länger und es wird ja schon viel länger hier gespielt auf dem Server. Und einige Spieler sind ja auch schon länger da als andere. Also ich zum Beispiel. Ich bin ja jetzt seit einem halben Jahr oder so dabei. Ich glaube, Juli, August, so die Dreh habe ich, glaube ich, angefangen. Also ein bisschen weniger als ein halbes Jahr bin ich jetzt dabei. Ja.
Azaru nickt gen Urist. Ramirez, ich stimme euch aber in dem Punkt zu, Lord Urist, der den Umsatz mit dem festen Satz versteuert wird, ja. Gavin schüttelt den Kopf, hohe Einnahmen sind nicht gleich hohe Gewinne. Tja, da musst du ein bisschen gucken, wie du deine Ausgaben regelst, ne? Mir gefällt deine Idee, Urist. Gavin richtig angefressen. Graugrim nickt Urist dankend für die Einbringung des Gedankens zu. Also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen: Gavin sagt, dass das aktuelle Steuersystem halt gut ist, weil es aktuell so Freibeträge gibt und man kann Kosten absetzen und so weiter und so fort. Und dass es momentan einfacher ist, für jeden dann gerecht versteuert zu werden. Aber viele andere sagen, das ist zu kompliziert. Die wollen halt lieber nur, dass die Einnahmen versteuert werden, sodass man halt irgendwie einen festen Steuersatz auf jede Einnahme hat. Das heißt, als Beispiel jetzt, du machst bei jedem Geschäft, musst du 20% Steuern zahlen. Als Beispiel. So. Und Gavin findet das, glaube ich, nicht so gut, so wie ich das mitbekommen habe, weil er vielleicht auch höhere Ausgaben einfach hat für Einkäufe oder Miete oder so. Und dann könnte er die Steuern vielleicht nicht mehr zahlen. Das ist sein Gedanke, glaube ich. Aber ja. Ich glaube, es ist ein komplexes Thema. Und je nachdem, was ihr für ein Geschäft führt, ist es einfacher oder schwieriger. Ich bin froh, dass ich da jetzt keine Meinung dazu bilden muss, weil mich das ja jetzt erstmal im Grunde gerade nichts angeht. Patricia Musaf schmunzelt und schiebt sich den Rest vom Fischbrötchen in den Mund. Ja, ja. Gute Überleitung. Der Hafen. Okay. Hafen scheint das nächste Thema zu sein. Oben geht's im Hafen. Nächstes Thema zu den Steuern muss noch beraten werden, denke ich, genau. Wo jetzt? Würdeloses Gesindel. Übrigens, so schaut Luwin aus hier in der Ecke. Steht da mit den Armen verschränkt. Das finde ich auch ganz gut zu ihm, passt irgendwie. So ein bisschen wie so eine Wache irgendwie gerade. Hält sich schön distanziert im Moment. So. Also nächstes Thema, der Hafen. Wir haben wohl in letzter Zeit vermehrt Unruhen im Hafen, wenn ich das so nennen darf. Okay. Achso, ich muss es mit seiner Stimme machen. Wir haben wohl in letzter Zeit vermehrt Unruhen im Hafen, wenn ich das so nennen darf. Leutnant Edwards hebt sogleich die Hand. Oh, ich mag dieses Schwert einfach. Oh, es ist so cool. Es ist so cool, so ein cooles Schwert. Oh. Aber es braucht, glaube ich, 60 Stärke und die habe ich nicht. Ich habe 55 Stärke, 55 Einhand. Und ich glaube, ich sollte erstmal komplett auf Einhand setzen, alles, damit ich Meister bekomme irgendwann. Ist vielleicht sinnvoller und danach ballere ich alles in Stärke, was ich kriege. Aber ich will dieses Schwert. Aber ja, Einhand ist im Moment wichtiger. Hat mir zumindest Argotar geraten jetzt beim letzten Mal, wo ich mit ihm TJP hatte. Was ich nicht aufgenommen habe, das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht aufgenommen habe. Es gab jetzt vor einigen Tagen so ein Schlachtentraining. Das war eigentlich ziemlich cool. Es ärgert mich im Nachgang, dass ich es nicht aufgenommen habe. Weil das war echt witzig. Da war es halt so, wir haben einige Bürger und die Stadtwache haben sich in der Kaserne getroffen. Es waren, glaube ich, 16 Leute am Ende. Und dann wurden so zwei Teams gebildet. Ein Team Banditen und ein Team Miliz. Die Banditen mussten sich in der Stadt verstecken. Und das Milizteam hatte die Aufgabe, quasi einen Konvoi in den Hafen zu bringen. Und es wurde quasi ein Überfall trainiert. Also wie verhält sich die Miliz beim Überfall? Ja, werden alle Flanken gedeckt und so weiter und so fort. Wird aufmerksam gespäht und so weiter. Und die Banditen, Team Banditen, wo ich auch drin war, musste dann quasi im Hafen so einen Überfall halt planen mit Verstecken auf den Dächern und Hinterwänden und so und Gebüschen und so. War ziemlich cool. Ärgert mich total, dass ich das nicht aufgenommen habe. Ich hoffe, dass sowas früher oder später nochmal passieren wird, wo ich das dann nochmal aufnehmen kann. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich es nicht aufgenommen habe. Wahrscheinlich, weil ich so... Ich hatte, glaube ich, keinen Bock. Muss ich ganz klar sagen. Es gibt aber manchmal gibt es einfach so Tage, wo ich einfach auch keinen Bock habe aufzunehmen. Wo ich einfach mich nach einem harten, anstrengenden Arbeitstag auch einfach hier hinsetzen will und einfach mal entspannt einfach nur zocken will, ohne
die ganze Zeit reden zu müssen. Und ich glaube, an dem Abend war einfach so ein Abend, wo ich einfach mich hingesetzt habe und einfach zocken wollte und da mein Maul gehalten habe. Kommt auch vor. Ja. Man darf ja nicht vergessen, ich habe ja immer noch eine 40 Stunden Vollzeit-Arbeitswoche und mache das ja hier alles nur nebenbei, diesen ganzen YouTube-Kram und den Twitch-Kram. Übrigens, folgt mir gerne auf Twitch, falls ihr Bock habt. Streame aktuell immer montags, donnerstags und sonntags. So, genug der Eigenwerbung. Alles klar, hier geht's jetzt, glaube ich, um das Thema Unruhen im Hafen. Leutnant Edwards, Unruhen im Hafen, ein spannendes Thema. Weshalb soll ich eigentlich nicht im Hafen Stellung beziehen? Wieso soll ich keine Kriminalität im Hafen bekämpfen? Ein Adept des Klosters ist im Hafen angegriffen worden, so wie ich mitbekommen habe. Wie die Reaktion darauf? Selbst Schuld. Hat er sicher nicht. Wieso keine Ruhe und Ordnung im Hafen fordern? Gibt es hier wen, der den Hafen gerne kriminell halten möchte? Wenn ja, darf er sich gerne mal bei mir melden unter drei Augen. Achso, weil er einen Augenklapp hat. Ich akzeptiere keine Kriminalität in dieser Stadt, wo Menschen körperlicher Schaden zugetragen wird. Nur weil sie zum Friedhof gehen, spazieren gehen. Ja, genau, der Friedhof ist ja auch eine Stadt. Ja, Benlin, hört. Daut Nick langsam, doch kaum merklich bei den Worten des Leutnants. Auch Luwe nickt zustimmend. Ja, trägt erstmal eine 799 von 1000 gewürfelt. Freier Faust von Goldschiff hebt die Hand. Hier, ich bin derjenige, der Kriminalität im Hafen fordert. Ja. Jetzt melden sich hier alle wie in der Schule, ey. Oh Mann. Tja, wir haben es jetzt 20.49 Uhr. Ich bin echt gespannt, wie lange diese Bürgerversammlung noch gehen mag. So, nach einigen Pachtthemen und wieder steuerlichen Themen und Landbesitzthemen wird jetzt das nächste Thema angerissen. Mal gucken, was denn jetzt das nächste Thema ist. Nun, Baron Luwin hatte noch ein Anliegen, nämlich das. Fummelt kurz gen Faust, das Wiedereinführen des. So, Luwin tritt einen Schritt nach vorne. Wiedereinführen des. Die Herren, wenn es euch stört, dann bitte aktive Kritik und Vorschläge. Kein passiv-aggressives Vorschlagen von Plänen. Okay, jetzt wird hier nochmal zum Pachtthema nochmal kurz zurückgeschwenkt. Jetzt ist my time to shine. Es ist 21.34 Uhr. Ich habe mir das jetzt alles brav angeguckt. Ich habe an diesem Scheißdreck bisher 40.000 Münzen verloren, die ich nicht wiedersehen werde, bis ich tot umfalle. Okay. Jetzt die Stimmung, sie brodelt leicht auf. Ich glaube, das Pachtthema hat einige im negativen Sinne erregt. Ging ja, glaube ich, auch um Mikkelsen und den Kornhof so ein bisschen. Aber so genau. Schmunzel leicht, hört. Und nun lass den Baron von Leelon sprechen. Ich bin zuversichtlich, dass dich deine junge Ehefrau genauso jung hält, Evana. Das läuft sich so. Okay, jetzt my time to shine. Mir räuspert sich leicht. Es würde jetzt kurz einen Moment dauern. So. Also ich mache das jetzt nicht so alles in einer Nachricht.
Luwin räuspert sich leicht. Nun, ich bin nun seit einigen Monaten hier auf der Insel bei euch. Ich bin im Auftrag des Königs hergekommen, die Lieferung des Erzes sicherzustellen. Doch in dieser Zeit habe ich auch viele von euch kennen und schätzen gelernt. Asaru schaut auf den nicht steuerzahlenden Baron Luwin. Geil. So. So, wir haben gemeinsam Gefahren im Minental durchstanden und einige von euch nenne ich meine Waffenbrüder. Nun ist es an der Zeit, dass ich euch etwas zurückgebe und einen Teil zu dieser Gesellschaft beitrage. Hiermit bewerbe ich mich demütig auf die Stelle des Kämmerers. Ich biete euch allen, schaut einmal durch die Runde, meine Dienste an. Dann lässt er eine Pause für Reaktionen. So, jetzt warte ich erstmal ganz kurz ab. Okay. Gavin blinzelt ein paar Mal. Mal gucken, wie die Reaktionen sein werden. Faust von Goldschild klopft ein paar Mal auf den Tisch. Hört, hört. Also ich kann ja nicht die ganze Zeit nur hier saus und braus in der Burg leben, ja? Guckt das auch nicht respektvoll in Luwin. Hört, hört. Nun denn. Was macht denn ein Kämmerer nochmal? Nun stellt sich natürlich die Frage, die Position des Kämmerers wurde zugunsten der Vögte gestrichen. Ja. Amiris blieb klagen zum varantinischen Vogt. Oh, so ist natürlich auch ein schöner View hier. Santiago hebt kurz die Braue, dann nickt er langsam. Gavin hebt die Hand. Ich habe ja mit Asahu darüber gesprochen, über das Thema. Und auch über, mit Eroan darüber. Gesprochen. Also eigentlich hätte ich die jetzt eigentlich nochmal mit erwähnen müssen, blöderweise. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Valerius Graukum, ja, ich erinnere mich zu Ero an. Jotrek drückt sich am Waffenknecht vorbei, klopft auf den Tisch und nickt Luwin zu. Edric schaut doch etwas verdutzt gen Asaro. Ero an der Landschein hergegangen. New Lord Urist. Haben wir das aber nicht abge... Ach so. Es ist die Wiedereinführung. Dann wäre erstmal wichtig zu wissen, welche Aufgaben denn dem Kämmerer wieder zugesprochen werden sollten. Gavin, also. So, jetzt geht's ab. Ist auch ein schöner View. Das hätte ich vielleicht schon die ganze Zeit machen können, ich Idiot. Naja. Ah, jetzt bin ich ja mal gespannt. Santiago steht auf und würde Luwin den Sessel anbieten. Er stellt sich an den Kamin. Luwin nickt dankend gen Santiago. Na dann, setzen wir uns mal. So, hier haben wir auch, glaube ich, einen ganz guten Blick mal in die Runde. So. Ah, das ist eigentlich ganz, ganz nett. Schaut sich hin und wieder um und hört sich das Volk an. Bin mal off, bis morgen oder so. Bye bye. Voll nett, dass er mir da noch den Sitz angeboten hat. So, es wird wahrscheinlich natürlich erstmal diskutiert werden, ob das überhaupt notwendig ist, die Stelle des Kämmerers.
mich vielleicht auch so irgendwie. Weiter mit der Kamera zurück. Okay. Neu gegen dich. Sorry für die eventuelle Aufnahme, aber hast du nicht den Event-Character? Den Posten müssten sich so viele hart erarbeiten. Du hast den Adel ja gestellt bekommen, etc., etc. Ah, ja. Gott, jetzt geht der Chat so schnell. Ich kann das jetzt gar nicht alles lesen. Stimmt schon. Ne? Also man muss schon dazu sagen, ne? Andere müssen sich das ja wirklich über viele, viele Monate hinweg halt schon erarbeiten. Und ich dachte mir, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Deshalb ist das auch total in Ordnung, wenn das jetzt nichts werden sollte. Ne? Das kann ich auch total verstehen. Also überhaupt kein böses Blut an dieser Stelle. Wie gesagt, ich habe ja noch einen Plan B. Und von daher passt das ja. Faust von Goldstein, nicht ganz richtig. Die letzten Wochen haben mir bewiesen, dass die beiden Vögte sich nicht immer im Auge haben können. Eine Person, die ausschließlich überwacht und Fehler ausmerzt, ist etwas Gutes. Dann soll einer der Vögte eben nur Finanzen machen, aber alle drei ist zu viel. Eine Kontrolle ist etwas Gutes, aber ob sich die Stadt das leisten kann? Ja, beim RP macht es keinen Sinn, dagegen zu sein. Das ist OC-Gewerkel eigentlich. Als Event-Char darfst du effektiv ja kein RP anderer Leute eingreifen. Mal angenommen, du findest mit dem Posten einen Steuerhinterzieher und du nimmst den Hops. Ist ja schon sehr schwer. Boah, ja. Wir haben gerade erst Sparungen machen müssen. Überwachung befürworte ich. Edric schaut zu Faust, krummelt ein wenig und schaut dann wieder zurück zu Asaro. Ich sehe da wieder Gold der Stadt wegfließen. Oder gibt es Beweggründe, dass etwas nichts passt? Es ist nicht viel, aber ich kann auf meinen Lohn als Leuchtturmwärter verzichten. Werde natürlich aber weiter mich um diese kümmern. Da spart die Stadt schon etwas. Oh Gott, jetzt geht das so schnell hier. Okay, wie wäre es damit? Zur Anfangszeit verdient der Hafenmeister, Richter und Kämmerer jeweils 400 Goldstücke im Monat. Der Hafenmeister hat noch Nebenverdienst durch das Kontor. Also kann man es wieder auf diese 400 beschränken. Das gleiche mit Richter und Kämmerer. Wenn der Kämmerer entsprechend weniger zu tun hat, nimmt man nochmal 100 vom Statthalter weg. Dann sind es immer noch 500 Goldstücke. Wo ist denn derzeit das Problem? Edric entfleucht ein kurzes Ha! Während er grinsend zu Ramirez schaut, dann fängt er sich aber wieder schnell, räuspert sich kurz und schaut dann wieder in die Runde. Faust von Goldstein. Cliff, du verdienst nicht so viel, dass man es bei dir kürzen muss. Nochmal kurz Support, okay. Erei schaut zu Edric. Schade. Und ich dachte, wir bekommen etwas Hilfe bei der Arbeit.
leiden wir wohl weiter. Aber die Stadt würde 100 Gold im Monat sparen. Ich sehe es einfach nicht, dass wir den Kämmerer nur einführen, um die anderen Ender zu prüfen. Eroan verdiente Faust, aber da war dann die Steuerbefreiung wieder dabei. Gehälter wurden erst zum Ende der letzten Amtszeit gekürzt. Zarathustra schüttelte leicht den Kopf. Gute Arbeit soll aber auch bezahlt werden, Cliff. Nickt Eroan zu. Oder der Hafenmeister bekommt zu seiner Tätigkeit 10% von seinem Umsatz obendrauf. Die restlichen 90% wandern in die Stadtkasse. Oh je, da habe ich auch was losgetreten jetzt hier mit meinem Anliegen. Huiuiui. Also ich kann, also nochmal kurz zu dem, oh Gott, jetzt bin ich fast, verhungere ich gleich, interessant. Also mal kurz zu Edwards Gedankenanstoß dazu. Das ist schon berechtigter Gedankengang, ne? Also ich bin jetzt hier jemand, der jetzt ein paar Monate spielt und ursprünglich eigentlich als Aufnahmecharakter in die Story halt eingebunden wurde. Also als ein Charakter, der quasi die Story mitbegleitet. Und das ist natürlich schon, gestehe ich natürlich, ein ziemlicher Eingriff, sage ich jetzt mal ins RP, dass ich mich als, ich sag mal, nicht von null gespielter Charakter, sage ich jetzt mal, da in diese Position begebe. Aber was man dazu sagen muss, das ist ja eigentlich von Dauer. Also diese Kamerastelle, die ist ja erstens mal, ist die nicht da, das heißt, ich nehme jetzt niemanden den Job weg. Und zweitens, das ist ja nur eine begrenzte Amtszeit. Also die läuft ja jetzt nicht für immer oder bis ich sage, ich mach's nicht mehr, sondern das wird ja dann, wenn diese Stelle bestehen bleibt, bleibt die ja, wird das ja ein anderer früher oder später machen. Also es gibt ja dann Wahlen, so wie ich das verstanden habe. Also korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber so wie ich das verstanden habe, ja, wird das dann halt auch immer wieder gewählt. Also es gibt Amtszeiten, die nicht von Dauer sind. Und wenn nach Ende meiner Amtszeit zum Beispiel jemand sagt, okay, ich würde es jetzt gerne machen und alle wählen den, dann ist das ja auch okay, dann ist der halt wieder da. Und dann habe ich sogar unterm Strich mehr für diese Position sogar getan, indem ich sie wieder ins Leben zurückgeholt habe. Und ein neuer Spieler, der sich das hart erarbeitet, kann die dann vielleicht sogar wieder übernehmen, ja, wenn das passt. Ist doch unnötig, einfach den Namen von Vogt auf Kämmerer zu ändern. Die Aufgabe werden ja erfüllt. Gefallen dir meine Expeditionen nicht? Eine Frage dazu, Baron Lumen, wenn ihr erlaubt. Natürlich. Graugrim fragt das jetzt, okay. Ja, der Herr in dem orangenen Robe. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Kamera besser platzieren soll, anyway. Aber man sieht so Graugrim zumindest noch im Bild. Wie gesagt, also wenn das jetzt nicht klappen sollte, ist das absolut gar nicht schlimm. Der Baron, offenbar mit des Königsauftrag ausgestattet, scheint einen Anblick in die Ratstätigkeit und die Finanzen zu wollen. Wow. Ist dieser Vorschlag nur von eurer Seite oder fordert der König, dass ihr hier beteiligt werdet? Das geschieht also, okay, jetzt der Text fließt ja so schnell durch, ich komme hier überhaupt nicht mit. Also, das geschieht auf Eigeninitiative und auf Anraten von Herrn Asaru und Baron Eroean, mit denen ich diese Thematik zuallererst besprochen habe.
Der Baron kann auch als Finanzprüfer agieren. Das ist ja vielleicht das, was wir brauchen. Also, jetzt mal kurz ich mit meiner Antwort. Dies geschieht auf eigene Initiative und auf Anraten von Herrn Asaro und Baron Eroyan, mit denen ich diese Thematik zuallererst besprochen habe. Ich biete mich für diesen Posten an, um Arbeit abzunehmen. Und weil diese Stelle aktuell nicht besetzt ist und diese und ich diese niemandem wegnehme. Jetzt habe ich mich natürlich da verschrieben, weil da dicht steht. Oder dich. Aber was soll ich heißen? Ich glaube, es checkt schon jemand. Jeder. Wird der Kämmererposition nicht gewählt, sollen die Bürger entscheiden, ob die für nötig es halten, 500 Gold weniger jeden Monat zu haben für jemanden, der kontrolliert? Asaro, der das halt selber ins Rollen gebracht hat, versucht das jetzt irgendwie gegenzusteuern, habe ich das Gefühl. Finde ich auch witzig. Aber interessant, wie sich das so entwickelt. Tja, mal gucken. Kann ich so eigentlich in First Person gehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber so ist auch okay. Da sieht man da rechts in der orangenen Robe den Valorius ganz gut. Edelmann Mikkelsen von Runde beratet die Sache doch einfach im Rat. Der Baron wird sicher auch darlegen können, welcher Funktion er dieser Stadt dienen will und welche Fähigkeiten mitbringt. Er spricht dann gen Asaro. Der Kämmerer hatte ursprünglich auch keinen Posten im Rat und wurde auch nicht gewählt. Dies geschah erst später. Vor allem aber hütete der Kämmerer die Schatzkammer der Stadt. Ein Grund, warum ich den Posten damals abschaffte. Jedenfalls nach der Sache mit Berger. Er schmunzelt leicht ob der alten Geschichten. Ja, Saru schaut nickend zu Mikkelsen. Ach so, so. Lord Uus räuspert sich. Gut, ich sehe, die Meinungen gehen auseinander. Da die finanzielle Belastung... Auch die finanzielle Belastung ist zu bedenken. Ich schlage deshalb vor, dass bei der nächsten Ratssitzung Folgendes beschlossen wird. Wird es die Stelle geben und wie wird sie vorgehen? Nee, wie wird sie vergeben? Okay. Na, das doch mal. Ich mag das. Uris ist so derjenige, der hier diese ganze Bürgerdiskussion immer so ein bisschen nach vorne treibt, wenn es so wagt, also wenn es so droht einzuschlafen oder sich zu verrennen irgendwie. Dann ist Uris derjenige, der dann mal die Faust auf den Tisch haut und sagt, okay, das ist jetzt State of the Art und jetzt geht's weiter. Saru nickt gen Uris. Ist am sinnigsten. Stimme ich zu. Besprechen wir am besten im Rat. So sei es. Danke, dass ihr mich angehört habt. Uris fügt hinzu und mit wie wird es vergeben, meine ich, ob der Rat einfach bestimmt, dem Baron die Stelle zu geben oder ob das Volk in der Abstimmung entscheiden soll. Saru nickt freundlich zu Gendoven. Übrigens, die Wahlperiode endet ja bald. Diese Einführung des Postens ist sicher kein Problem, wenn man ihn in der Periode besetzt. Anschließend kann er in einigen Monaten abgestimmt werden. Jetzt schon fast 2 Stunden hier die Besprechung. Ey, ist schon krass. Und Uris blickt durch die Leute. So soll es sein. Wer hat noch etwas vorzutragen? Okay, also um es kurz zusammenzufassen. Einige Leute halten das für sinnvoll, dass ich so eine Art prüfende Funktion als Kämmerer bekomme, um Einsicht in die Finanzen zu bekommen. Das ist schon cool. Das hat jetzt natürlich auch nicht der König bestimmt. Das war jetzt natürlich auf Eigeninitiative von mir.
Von daher ist das schon auch ganz sinnig, dass das auch, wenn dann, also wenn diese Position dann überhaupt erst wieder reinkommt, dass das auch abgestimmt werden muss, dass, ne, also dass es dann auch so eine Bürgerwahl gibt, halte ich auch für sinnvoll, auf jeden Fall. Ja, Kaukrim, ich denke, dass eure Meinung geschätzt wird und eine Teilnahme an der Ratssitzung ist ohnehin euer Recht, also könnte man auch eine Stelle im Rat etablieren für den königlichen Abgesandten. Er widmet sich den Aufgaben, wo man ihn braucht und gibt uns eine andere Meinung zu den Dingen. Ein Gehalt müsste man diskutieren. So wenig Zustimmung, Gen Valerius. Hört, hört. Gar nicht so schlechte Idee eigentlich. Musaf spricht dann in die Runde. Damit diese Versammlung auch freudig endet, lade ich euch alle zu einem Faustbrötchen und Reisschnaps in die Hafenkneipe ein. Junge, dann platzt die Kneipe, wenn alle da jetzt hingehen. Das wollte ich machen, sagt Gavin. Kaukrim hebt die Hand. Okay, er hat noch was zu sagen. Ja. Ich finde die Idee ganz cool eigentlich, dass die neue Position des königlichen Abgesandten etabliert wird, der quasi die Verbindung zum königlichen Hof und der Stadtverwaltung darstellt. Das ist eigentlich eine coole Idee, weil auf diese Art und Weise, weil das sowas gab es im Vorfeld nicht. Vorher hat immer nur Cereus zum Beispiel in Eigeninitiative immer Briefe an den König geschickt, aber so eine richtige Kommunikation zwischen Stadt und königlichem Hof fand ja in dem Sinne nicht wirklich statt. Meines Erachtens nach. Also ist das ein guter Punkt, den Valerius da gebracht hat, ehrlich gesagt. Macht sogar teilweise sogar mehr Sinn, als jetzt die Stelle des Kämmerers mit mir zu besetzen. Das macht wirklich mehr Sinn. Das ist wirklich eine gute Idee, muss man mal ganz kurz sagen. Ich glaube, ich muss das mal irgendwie festhalten, dann nochmal, dass ich den Gedanken nicht weil das ist wirklich gut. Das ist wirklich ein sinniger Vorschlag. Und somit könnte vielleicht jemand anderes, der sich hochgearbeitet hat von null, der könnte dann vielleicht die Stelle des Kämmerers bekommen. Das wäre sogar fair. Ja. Das wäre sogar echt fair. Egal. Wie dem auch sei, ich habe ja auch noch andere Pläne, die ich im Hintergrund gerade so ein bisschen vorantreibe. Der gute Benlin, da vorne, der... Mache ich denn das jetzt? Kann ich jetzt hier First Person? Nee, kann ich nicht. Ihr seht doch im Eingang dort zwischen den beiden Stadtwachen den Herrn mit Bart in der Bürgerkleidung, der so die Arme nach hinten auf den Rücken legt. Das ist Benlin. Wie wird sein Name? Doch, Benlin müsste es sein. Bernlin? Nee, Benlin. Ich bin so blöd. Ja, mit dem habe ich so gerade so ein bisschen organisatorisches im Hintergrund am Laufen im RP. Und da wird es hoffentlich demnächst etwas Neues geben. Ja, und ja, ich plane da auch so ein kleines Event. So ein bisschen. Und das Ganze soll dann gipfeln, so Stück für Stück aufbauen und da will ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten, weil das halt noch in der Planung ist, wenn ich das jetzt schon alles erzähle und droppe und dann nicht passiert, dann stehe ich blöd da, deshalb will ich das noch so ein bisschen unter der Hand halten. Ja. Genau. Ich glaube, die Versammlung ist jetzt auch an dieser Stelle zu Ende, so wie es aussieht, geht es jetzt langsam dem Ende zu und wir haben jetzt auch über 50 Minuten. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, so lange die Bürgerversammlung hier aufzunehmen. Das ist jetzt schon ein echt langes Video geworden. Ich wollte mich eigentlich so auf eine halbe Stunde beschränken, aber da kam jetzt doch nochmal viel dazu irgendwie und vieles, was besprochen werden musste. Und ich meine, dafür ist ja der Rahmen hier auch da, so eine Versammlung, um das alles mal anzusprechen und vorzubringen. Und ja, aber an dieser Stelle entlasse ich euch einfach mal und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Bleibt gesund, liebe Freunde. Bis zur nächsten Folge, was auch immer dann passieren mag, was ich jetzt noch nicht sagen kann. Und ja. Falls ihr Bock habt auf mehr Gothic-Content und auf mehr Gothic-Online-Content, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bleibt gesund, liebe Freunde. Und ja. Okay, jetzt geht's hier um eine Stelle als Papier. Cool. Ja, macht's gut. Bleibt gesund. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao.